Hallöchen, hallo ihr Menschen da draußen an den Bildschirmen. Hier ist Newcomer TV direkt aus der Musikhalle Portstraße. Die dritte Newcomer TV-Nacht in diesem Jahr. Und wir sind alle total heiß auf die Bands, die heute auftreten werden. Ja, der Herbst ist im vollen Gange, aber bei uns steht die Musik in voller Blüte, fast frühlingshafte Gefühle befallen mich, wenn ich hier neben den Jungs sitze von Apart From Us, eine Band aus Frankfurt, und hier bei mir sind der Chris, der Marcel und der Jens. Hallo. Hallo. Hi. Ihr habt es gefunden, weil es gibt Bands, die zu uns den Weg gesucht haben in die Newcomer-TV-Nacht hier in den Taunus, weil viele Bands wissen nicht, wo der Taunus ist. Ist der Taunus irgendwie so eine Oase der Ruhe für euch, wenn ihr so unglaublich gestresst seid vom Komponieren und vom Touren? Jens? Ja, was soll ich da sagen? Also ich sag mal so, es ist halt eine schöne ländliche Gegend, gell? Da kommt man mal runter. Also wenn man so die ganze Zeit die Abgase von der Stadt so hat, ist es auf jeden Fall mal schön, in so eine ländliche Gegend zu kommen. Nee, ist auf jeden Fall ein Ruhepol, kann man sagen, ja. In eurer Vita steht so ein bisschen so Pop-Punk als Sound. Punkig seht ihr eigentlich gar nicht aus, sondern ihr seht eigentlich aus wie so eine Mischung von Skateboardfahrer und Grünen. Also ist es, könnt ihr euch auf ein richtiges Outfit nicht einigen, oder ist das der Punk 2018? Also ich bin da schon unser Punk. Ich bin da schon ziemlich lange drin, so in dieser Musikrichtung. Und ich skate auch, so seitdem ich, glaube ich, 14 bin oder sowas. Und ich höre es halt auch schon, seitdem ich 12 bin und so. Ich würde es nicht sagen hier, ich bin jetzt der Pop-Punk-Typ, den man sich vorstellt, so, aber ich bin halt, das ist halt so ein Lebensstil trotzdem von mir. Euch gibt es seit 2017. Wie habt ihr euch gefunden? Also war das Zufall irgendwie beim Einkaufen oder in irgendeiner Kneipe im Elver, oder wie habt ihr euch gefunden? Also das Projekt ist tatsächlich aus einer alten Band entstanden, bei der Marcel und Jens schon zusammen Musik gemacht haben. Und ich bin tatsächlich über ein Facebook-Inserat von Marcel auf die Band gestoßen. Es gibt so eine Gruppe, Rhein-Main, Band sucht Musiker, Musiker sucht Band. Kenn ich. Und da habe ich ein Inserat von Marcel gesehen, dachte mir so, oh cool. Suche Bassisten. Ja, genau. Pop-Punk, es läuft mir voll gut rein. Das würde ich total gerne auch mal machen. Ist halt nur für mich, ich komme aus Darmstadt, eine ordentliche Strecke, ne, habe ich mir schon auf dem Weg gesagt. So, wenn es mir jetzt keinen Spaß macht, dann bleib ich zu Hause. Fahrrad oder öffentliche Verkehrsmittel, Auto, oder wirst du vom Fatih gebracht? So, alles. Alles. Ja. Ich habe gelesen, ihr seid gerade mitten in den Kompositionen zu eurer aktuellen EP, oder seid ihr schon in den Aufnahmen? Wir sind gerade schon in den Aufnahmen. Also wir haben, das habe ich in einem anderen Interview mal erzählt, wir haben ungefähr ein Jahr daran gearbeitet, dass wir so die EP irgendwie haben natürlich Songs gemacht, haben andere rausgeschmissen und haben jetzt letztes Wochenende im Studio das ganze instrumentale Zeug durchgemacht, und jetzt machen wir nächstes Wochenende quasi Gesang noch, und dann warten wir aufs Master und dann geht's ab. Wie kann man sich das vorstellen bei euch? Komponiert ihr in einem, also in so einer Art gemeinsamer Impro im Proberaum, oder kommst du mit irgendwelchen Riffs an, oder ist erst der Text? Wie funktioniert das bei euch? Also es ist so, dass die Songentstehung tatsächlich, oder sagen wir mal so, jeder wirkt halt mit an so einem Song, und es ist oft so, dass natürlich der Marcel mit irgendeiner Riff-Idee oder einem Instrumental tatsächlich schon manchmal fertig kommt, und dann kommt halt der Chris mit einem Text, ja, und ich gucke dann auch nochmal drüber, wie das Ganze so gut klingt, und dann denke ich mir halt eine Gesangsmelodie aus, und so wird es dann irgendwann zu einem fertigen Song dann gemixt, dann im Proberaum dann mit den Proben zusammen, und das funktioniert halt echt hervorragend gut. Also teilweise haben wir Songs an einem Tag geschrieben, manchmal haben wir uns auch natürlich mehr Zeit gelassen, aber das ist, hatte ich so vorher auch noch nicht in anderen Bands, also dass man so gut einfach funktioniert, ohne da wirklich großartig sich abzusprechen. Das ist wirklich ein Zahnrad, was ins andere übergreift, muss man sagen, ja. Was passiert in euren Texten? Wer macht die Texte? Macht ihr die zusammen, oder gibt es bei euch so einen Lyriker, so einen Poet, der im regennassen Bett unterm tropfenden Dach lebt? Also der Chris, der ist ja so, der wohnt ja in Darmstadt und ist so ein bisschen abgeschottet. Von daher verstehe ich auch, dass diese Texte, die so ein bisschen herzzerreißend sind, auch so ein bisschen,
ja, melancholisch rüberkommen, weil, also wir machen das im Prinzip so, es wird ein instrumentales Ding geschrieben und dann komme ich so mit meinem Schule Englisch 3 Skills, komme ich dann so irgendwo an und hau irgendwie so einen Chorus raus und dann wird eigentlich immer gesagt, Chris, du kannst irgendwie am besten Englisch, du willst ja mal irgendwo ein Lehrer werden. Nein, so nicht. Nee, nicht so, aber schon so eine Art, also wir denken uns das teilweise eigentlich immer, schreib du mal einen Text so. Und der Jens dann zum Beispiel, der geht dann zum Beispiel los und setzt sich irgendwie zu Hause hin und überlegt sich halt eine Melodie dazu, wie es halt am besten übergreift. Und so entsteht dann halt quasi unser Kram. Thema Liebe oder Revolution? Alles Mögliche. Was heißt alles Mögliche? Autofahren, Speiseöl? Also, also ich sag mal so, es sind eigentlich so alltägliche Probleme, die irgendwo jeder hat. Ich sag mal so, das sind so die Probleme, mit, die man so mit Mitte 20 hat oder sagen wir mal so zwischen Jugend und Erwachsensein, ja. Und das, was in den Songs gesagt wird, sag ich mal, das drückt uns auch irgendwo alle aus. Also jeder kann sich mit einem unserer Songs identifizieren und wir wollen uns halt damit auch ja, selber ausdrücken quasi. Ist oder sind Apart From Us eine politische Band oder seid ihr eher Tanzmusik und Unterhaltung? Wir sind eine familiäre Band. Also wir versuchen so gut wie möglich jeden, der zum Konzert zu uns kommt, irgendwie in so ein Familienboot mit reinzubringen. Wir wollen jetzt nicht sagen, wir spielen jetzt hier heute Abend, spielen wir unseren Kram durch und tschüss, auf nie Wiedersehen, sondern wir versuchen irgendwie das zu so einem familiären Ding, so ein familiäres Thema quasi draus zu machen, dass sich jeder, der danach nach Hause geht, sich irgendwie fühlt, von wegen denkt irgendwie, ja, cool. Ich bin weiß ein Teil davon. So. Passt ja zu dieser Brücke, die wir im Augenblick in Frankfurt feiern, 50 Jahre 68, Hippie-Kultur, also das heißt, es ist so die Punk-Hippie-Kultur 2018. Ja. Die ihr feiert. Genau, ungefähr. Also, und das ist ja also, durchaus politisch. Ja, also was man vielleicht sagen muss, das, was wir mit unserer Musik ausdrücken wollen, das sind so, sage ich mal, vielleicht die Probleme, die so unsere, also Leute in unserem Alter vielleicht haben oder so, ja, die so drauf sind wie wir. Und wir wollen halt eigentlich damit zeigen, so ey, ihr seid nicht alleine, so wir sind eine Gemeinschaft, wir uns bewegt alle dasselbe und ich denke mal, also politisch würde ich uns jetzt nicht nennen, sondern das, sage ich mal, die Politik überlasse ich den Politikern und Musiker sollten Musik machen und man weiß ja, was schlecht und gut ist. Ne? Also, finde es immer total nicht unsere Aufgabe, sage ich mal so. Und das, ich finde es immer total spannend, dass die Welt immer so Probleme hat mit diesem Ausdruck Politik. Alles ist Politik. Ob ich morgens, wie ich aus dem Haus gehe, ob ich Straßenbahn nehme, Auto fahre oder. Aber das ist ja auch nicht der Punkt. Reden wir über das Business. Ihr habt ein Label und ihr plant eine große Deutschland-Tournee. Ihr wollt Europa erobern, habe ich mir sagen lassen. Stimmt das oder ist das ein Gerücht? Wir haben es auf jeden Fall vor. Also ein Label haben wir bisher leider noch nicht, suchen aber noch gerade oder lassen es auf uns zukommen, besser gesagt. Aber wenn wir jetzt natürlich die EP irgendwie draußen haben, wollen wir natürlich auch gucken, dass wir das irgendwie mit Release-Partys oder sowas zusammen verknüpfen. Und natürlich wollen wir irgendwann nächstes Jahr gucken, dass wir auch mal so eine Tour irgendwie machen. Also es ist halt immer so die Sache, wie geht es denn quasi voran? Ihr wirkt so ein bisschen wie eine Boygroup, also das sieht man auch an euren Videos. Wer denkt sich diese Video-Stories oder wer dreht für euch oder seid ihr wirklich in einer Community von Künstlern, dass das alles so aus eurem Umfeld so entsteht? Weil es gibt ja ein paar Videos von euch auf eurer Seite. Also wir haben das große Glück, dass wir ein wunderschönes Team haben, das mit uns gerne arbeitet. Wir haben da zum Beispiel den Robin, der ist super Kameramann, auch ein Virtuose. Und ich weiß, wie ist denn das passiert eigentlich? Also wie haben wir denn Brave the Waves eigentlich? Wie sind wir darauf gekommen? Also eigentlich, sagen wir, man muss so sagen, die Idee war halt generell ein Video oder Musikvideo zu drehen, auch für beide Songs, oder sag ich mal, von Creep World, dieses Musikvideo ist eigentlich so im Affekt entstanden. Das haben wir halt in dem Zug, wo wir aufgenommen haben, in dem Studio, haben wir es auch gleich direkt mitgedreht. Und das Musikvideo zu Brave the Waves ist eigentlich jeder hat da seine Eindrücke reingebracht und dann haben wir daraus so ein Gesamtding gemacht und
eigentlich kann man jetzt nicht sagen, da war einer spezifisch jetzt am Werk und hat gesagt, so machen wir das, sondern das ist immer alles von jedem irgendwie entstanden. Und das ist auch eigentlich so das, was wir halt rüberbringen wollen, dass nicht einer irgendwie so die Band ist, sondern dass das alles eine große Familie ist. Und wir sind ja auch nichts ohne die Leute, die uns zugucken. Also. Stimmt, ihr seid alle schön, auf jeden Fall. Also muss man einfach sagen. Und fotogen, das können sich die Leute davon auch heute Abend überzeugen, hier beim Konzert in der Musikhalle Portstraße und natürlich auf eurer Homepage, weil ihr seid ja im Netz vielseitig unterwegs. Man kann euch finden, wenn man den Namen, also gebt einfach den Namen in die Google-Maschine eurer Wahl ein. So wollte ich es eigentlich nicht ausdrücken, aber Suchmaschine eurer Wahl ein und dann werdet ihr Apart From Us finden. Und vor allen Dingen geht auf die Konzerte. Also welche Konzerte gibt es demnächst? Wir spielen das nächste Mal am 24.11. in der Goldenen Krone in Darmstadt und lehnen uns dann erstmal ein bisschen zurück, weil wir wirklich erstmal die EP auf uns zukommen lassen, weil wir haben noch sau viel zu tun. Und sobald ihr halt draußen ist, wollen wir Vollgas geben. Ihr sagt Bescheid, wenn es sozusagen erscheint, ich denke 2019, Frühjahr. Ja, Sigi, Frühjahr ungefähr, ne? Früher. Früher. Also jetzt Ohren und Augen auf für euch von der dritten Newcomer-TV-Nacht in der Musikhalle Portstraße, live und in Farbe und wirklich sehr, sehr, sehr geil anzusehen. Apart From Us. Vielen Dank für das Interview.